Wir stehen in Offenbarung 2 und 3. Es geht hier um die sieben Sendschreiben an Gemeinden in Kleinasien. Wir kommen heute zum Sendschreiben an Sardes. Am besten lesen wir gerade das ganze Kapitel durch. Offenbarung 3, 1 bis 22. Wer liest am Mikrofon vor, damit die, die dann die digitale Aufnahme anhören, möglichst viel mitbekommen? Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand zuschließt, und zuschließt, so dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet,
So werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vielen Dank. Wir haben bisher gesehen, dass die 7-Cent-Schreiben auch eine prophetische Bedeutung haben. Nebst ihrer wörtlichen Bedeutung, es waren 7 Briefe an 7 bestehende Gemeinden zur Zeit von Johannes in der Provinz Asia, das heißt in der heutigen Westtürkei. Aber diese Briefe haben gleichzeitig auch eine prophetische Bedeutung, denn die Offenbarung ist ja grundsätzlich ein prophetisches Buch. Und so haben wir gesehen, dass die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung der Gemeinde hier dargestellt ist in 7 Abschnitten. Und das passt genau auf die ganze Kirchengeschichte. Im Sendschreiben an Ephesus, Kapitel 2, Vers 1 bis 7, da finden wir die Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts noch in der apostolischen Zeit. Johannes war der letzte Apostel, der noch geblieben war bis dahin, bis zum Jahr 95, als die Offenbarung geschrieben wurde. Aber es gab falsche Propheten, falsche Apostel meine ich, und die wurden durch Ephesus geprüft und als Lügner erfunden. Aber das Traurige in diesem Sendschreiben, der Herr macht den Vorwurf in Kapitel 2, Vers 4, dass sie die erste, diese brennende Liebe zum Herrn aufgegeben haben. Also in der Form noch korrekt, Ephesus heißt übrigens die Begehrte. Die Braut Christi zeigt sich hier noch in ihrer Schönheit und Attraktivität, aber bereits sieht man einen Niedergang, die erste Liebe verlassen. Der Herr ruft zur Umkehr auf. Dann kommt Smyrna, Kapitel 2, Vers 8 bis 11. Smyrna heißt übrigens Myrrhe. Und Myrrhe ist ja bitter und spricht vom Tod. Man muss den Myrrhebaum anschneiden und dann fließt die Myrrhe aus, so wie Blut ausfließt aus dem Körper. Aber wenn man es verbrennt, gibt es einen Wohlgeruch. Und Smyrna ist das Sendschreiben der Christenverfolgung. Der Herr spricht davon, dass sie in den Tod gehen müssen. Vers 10 am Schluss, sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Dieses Sendschreiben stellt die verfolgte Gemeinde dar vom 1. Jahrhundert bis zur konstantinischen Wende um 311 nach Christus. Da wurde dann das Christentum plötzlich nach all diesen Verfolgungsjahrhunderten plötzlich wurde das Christentum erlaubte Religion und bald danach Staatsreligion. Also die verfolgte Gemeinde sehen wir in diesem Sendschreiben, wo der Herr sagt in 2 Vers 9, ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Und Vers 10, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Aber dann kommt mit Pergamus, Kapitel 2, Vers 12, genau die Beschreibung der konstantinischen Wende. Der Herr macht den Vorwurf, dass Pergamus zu Hause ist, dort, wo der Thron des Satans ist. Die Bibel erklärt, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Johannes 12, Vers 31. Und die Gemeinde ist eigentlich ein Fremdling auf dieser Erde. Aber hier sagt der Herr zu Pergamus, ich weiß, wo du wohnst. 2 Vers 13. Wo der Thron des Satans ist. Und tatsächlich ab dem 4. Jahrhundert, eben mit der konstantinischen Wende, kam auf eine völlig falsche Sicht der Kirche hier auf Erden. Immer davor hat man erwartet, dass nach all diesen Verfolgungen dann einmal der Herr kommen wird und
er wird dann einmal, wenn er wiederkommt, das Reich, das tausendjährige Reich auf dieser Erde in Frieden und Gerechtigkeit aufrichten. Aber jetzt war der Herr nicht gekommen. Und plötzlich kamen die Christen an die Macht. Und es waren Christen, die auch leichten Zugang bekamen zu den hohen Ämtern im Römischen Reich. Und da sagte man sich, jetzt ist die Zeit des tausendjährigen Reiches. Es ist nicht ein zukünftiges Reich, das ist jetzt. Ja, aber Christus ist ja nicht da. Wir müssen das ein bisschen übertragen sehen. Christus regiert gewissermaßen vom Himmel aus jetzt über die Gemeinde. Und damit hat die Gemeinde ihren Fremdlingscharakter hier auf der Erde aufgegeben. Und hat also diese Macht akzeptiert. Aber positiv sagt der Herr, du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Und genau das war in dieser Zeit, es gab unglaublich viele Irrlehrer. Die haben die Person des Herrn Jesus angegriffen, seine Gottheit geleugnet, sie haben ihn als Geschöpf verkündigt, allerdings als das allererste Geschöpf Gottes und so weiter. Und es gab in dieser Zeit treue Zeugen, die haben ganz klar verteidigt, was die Bibel lehrt. Jesus Christus ist ewiger Gott und wirklicher Mensch. Und tatsächlich in all diesen Kämpfen gegen diese Irrlehren wurden diese Irrlehren überwunden. Und der Herr sagt das hier positiv, du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Also die Christenheit wäre wirklich am Rand gewesen, in eine grundsätzliche Irrlehre hineinzufallen und die Gottheit Christi zu leugnen. Und auch die Gottheit des Heiligen Geistes. Aber das wurde ganz klar biblisch belegt und die Irrlehrer wurden widerlegt. Die Bibel lehrt, es gibt einen einzigen Gott, aber es sind drei Personen in der Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, das nächste Sendschreiben, Kapitel 2, Vers 18, an Thyatira. Und wir haben darin ganz klar die römische katholische Kirche gesehen, wie sie sich besonders ab 440, als der erste Bischof von Rom sich als Oberhaupt über alle Bischöfe der Welt zum Papst gemacht hat. Und hier haben wir gesehen, geht es um diese Frau Jesabel, 2 Vers 20, die sich eine Prophetin nennt und lehrt und verführt die Gemeinde, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Und wir haben gesehen, wie die ganze Beschreibung so eindrücklich passt auf das, was eben geschehen ist mit der römischen Kirche, die sich selber als eine unbefleckte Kirche bezeichnet, und zwar eben als Frau gesehen. Die katholische Kirche ist die Mutter aller, die zu ihr gehören. Und diese Frau Jesabel lehrt also, obwohl die Heilige Schrift sagt, dass eine Frau nicht lehren dürfe, 2. Timotheus 2. Und so lehrt die katholische Kirche, dass sie die wahre Lehre habe und nur sie, und man nach ihrer Lehre gehen müsse. Lehrt aber gleichzeitig Götzendienst durch all die Heiligenverehrung, Marienverehrung und auch durch die Vergottung des Brotes beim Abendmahl, bei der Messe, von dem gesagt wird, das sei wirklich Jesus Christus, Gott und Mensch, dieses Brot. Und so wird dieses Brot im katholischen Kult auch angebetet. Das ist Götzendienst. Und nun haben wir aber gesehen, es gibt da, der Herr unterscheidet ganz klar einen Überrest in Thyatira, Vers 24, euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Die übrigen in Thyatira, die diese Lehre nicht haben. Es gab einen Überrest in der Kirche, der hat diese Irrtümer nicht übernommen. Und das hat schließlich dazu geführt, dass es im 16. Jahrhundert zur Reformation kommen konnte.
Und genau das wird jetzt eben dargestellt in Sardes. Die Reformation war eine Befreiung aus Thyatira heraus. Tausende von Mönchen und Nonnen sind damals ausgetreten und haben die Gnade Gottes erkannt und haben erkannt, man wird gerettet nur durch Glauben allein. Und die einzige Autorität, die wirklich gilt, ist die Heilige Schrift. Und nicht die Päpste, nicht die Konzilien, nicht die Menschen, sondern nur die Bibel allein. Und genau das wird jetzt im Sendschreiben an Sardes ins Visier genommen. Dieser Auszug, kann man sagen, aus Thyatira. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt bereits etwas vorgreifen in der Offenbarung. Wir haben ja letztes Mal eben diese Jezabel, der Name bedeutet die Unbefleckte. Aber die in die Befleckung, in den Götzendienst hineinführt. Diese Frau erinnert an eine andere Frau in der Offenbarung, die ausführlich beschrieben wird, nämlich welche? Babylon, die Hure. Die Hure Babylon. Die erinnert, da besteht ein so direkter Zusammenhang mit dieser Jezabel. Und schauen wir das mal kurz an. In Offenbarung 17 und 18 wird die Hure Babylon beschrieben. Liest uns jemand vor aus Kapitel 17, Verse 1 bis 5. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Der führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und auf Vers 6 dazu, bitte. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Nun stellt diese Frau in der Offenbarung einen Kontrast dar zu einer anderen Frau. Nämlich welche Frau? Die reine Frau. Wie die? Die reine Frau. Ja, die reine Frau. Wo findet man die in der Offenbarung? Die Braut Christi, ja. Schlagen wir dazu auf in Offenbarung 21. Und man beachte jetzt die Parallelen zu den Versen, die wir gerade gelesen haben. Offenbarung 21, Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer. Ja, bis dahin. Ja. Merkt man die Parallelen? Wenn man die beiden Texte, Offenbarung 17 und 21, so parallel in Spalten aufschreiben würde, so wie eine Evangelienparallele, was fällt dann auf?
mal wieder der Engel, der eine von den sieben. Ja, also in jedem Fall ist es ein Engel, der diese Frau, die jeweilige Frau vorstellt. Ja. Und zwar nicht irgendein Engel, sondern ein Engel, der von den sieben Schalen. Und dann heißt es weiter, Johannes wird im Fall der Hure geführt. Ja, im Geist. Und zwar im Geist. Also 17 Vers 3, und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Und da steht in 21,10, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg. Und in beiden Fällen heißt es, komm, ja, 17,1, er sprach zu mir, komm her, ich will. Und dann diese Hure zeigen, und da steht, komm her, 21,9, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Aber eben die eine ist in der Wüste und zu sehen, und die andere, die ist zu sehen, indem er auf einen hohen und erhabenen Berg hinaufgeht. Also die Parallelen sind ganz klar da, und das macht den Kontrast aus. Und das eine ist eine Hure, der schrecklichste Kontrast von einer Braut. Eine reine Braut mit weißem Kleid, so wird sie auch beschrieben übrigens in Offenbarung 19, Verse 6 und folgende. Und nun, wer ist die Braut Christi? 2. Korinther 11. Was können wir daraus entnehmen? Dass die Jungfrau keusch ist. Ja, und das... Und erfährt man etwas darüber, wer diese Braut ist? Das neue Jerusalem. Ja. Das ist übrigens auch ein Kontrast. Also die Braut Christi wird in Offenbarung 21 auch als eine Stadt beschrieben. Nämlich das neue Jerusalem. Und die Hure wird auch beschrieben als eine Stadt, nämlich Babylon, die Große. Ja, und jetzt schlagen wir auf 2. Korinther 11. Jerry, welchen Vers möchtest du lesen? Vers 2. Ja, lies mal. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt und euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Jawohl. Also, Paulus spricht zu wem? Zu den Gläubigen. Ja, zu den gläubigen Korinthern, zur Gemeinde in Korinth. Und er sagt, ich habe euch Christus verlobt, als Jungfrau. Und daraus folgt der Schluss, die Gemeinde in der heutigen Zeit, die Gläubigen umfasst, von Pfingsten bis zur Entrückung, das ist die Braut Christi. Und wenn also in Offenbarung 21 die Braut Christi vorgestellt wird, beschrieben auch als eine Stadt, das neue Jerusalem, dann ist das die Gemeinde der wahren Gläubigen. Und nun wird ja Babylon als Kontrast zu der Braut Christi dargestellt, und daraus folgt, das ist ein Gegensatz, ein Gegenstück zur wahren Kirche. Also die falsche Kirche. Und jetzt erfahren wir noch etwas mehr in Offenbarung 17. Jetzt müssen wir versuchen, sie zu identifizieren. In Kapitel 17, Vers 18 heißt es von ihr, wer liest das vor? Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Ja, also diese Frau ist, Babylon ist eine Stadt. Und zwar eine Stadt, die das Königtum hat über alle Unterkönige. Welche Stadt ist das? Rom. Also Babylon ist ein symbolischer Name für Rom. Und diese Hure ist der Gegensatz zur wahren Kirche, also die falsche Kirche in Rom. Das folgt daraus. Man muss sich das vorstellen, das wurde geschrieben im Jahr 95. Also diese ganze Entwicklung zum Papsttum hin
als dann Leo der Erste um 440 gesagt hat, ich bin der Papst, der oberste Bischof über alle Bischöfe der Welt, da verging noch eine lange Zeit. Und bereits da wird prophetisch gesprochen von einer falschen Kirche mit Sitz in Rom. Noch mehr, es wird gesagt in Offenbarung 17, Vers 9, da werden die sieben Köpfe dieses Tieres, auf der die Hure reitet, werden hier interpretiert. Liest jemand vor? Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Ja. Also. Genau. Also schon Vers 18 macht klar, es geht um Rom. Und das alte Rom war immer bekannt als die Stadt der sieben Hügel. Und damit wird das nochmals unterstrichen, es geht wirklich um Rom. Und wie ist diese Frau gekleidet? Purpur und Scharlach. Purpur, Scharlach. Wie sieht Purpur aus im Kontrast zu Scharlach? Wie? Ja, also das Scharlach ist ein sehr hell leuchtendes Rot. Und das Purpurrot ist dunkler. Genau. Und diese beiden Farben, wo sieht man die? Es sind genau diese zwei Farben. Also bei großen Anlässen sieht man die höchsten Würdenträger der Kirche von Rom und man sieht genau diese Farben als Kleidung der höchsten Würdenträger. Und noch mehr, sie ist, außer dieser Purpur- und Scharlachkleidung, hat sie, was noch? Gold. Sie ist übergoldet, also angetan mit Gold, Edelgestein und Perlen. Ich war mal mit meiner Frau im Vatikan in einer Schatzkammer, so seitlich vom Petersdom. Und in der Schatzkammer, was konnte man sehen? All diese wertvollen Kleider von früheren Würdenträgern und Gold, Silber, Perlen, Edelsteine, voll. Genau das, da musste ich an diese Stelle denken. Und was man auch sah, goldene Becher. Das heißt, sie hat einen goldenen Becher in ihrer Hand. Und das ist sogar das Zentrum überhaupt dieser Kirche. Warum? Der goldene Becher. Die Messe. Das Messopfer ist das Zentrum. Ohne das würde eigentlich alles zusammenbrechen. Und hier wird aber gesagt, dieser Becher sei voll Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Es ist so, in der Bibel bezeichnen die Wörter Gräuel und auch Hurerei und Zucht ganz besonders Götzendienst. Eben Untreue gegenüber Gott wird als Hurerei bezeichnet und Unzucht wird wiederholt in der Bibel eben als Gräuel bezeichnet. Das heißt, also dieser Becher ist voll Götzendienst und tatsächlich das Zentrum ist also dieses Messopfer, dieses tägliche Messopfer, von dem gelehrt wird, auch im Bekenntnis von Trient, das ist ein wirkliches Opfer, das Gott jeden Tag dargebracht wird, quasi. Und man sagt also, dieses Blut ist das wirkliche Blut von Jesus Christus und das Brot sei wirklich Jesus Christus, und zwar Gott und Mensch. Und darum kann man das Brot anbeten, was ja auch ganz besonders bei Leichnam gemacht wird. Dieses Brot wird angebetet. Und die Bibel bezeichnet die Verehrung, die Anbetung der Schöpfung oder Teile aus der Schöpfung, der Materie, als Götzendienst. Und jetzt kommt aber noch etwas dazu in Vers 6.
Diese Frau ist betrunken. Aber wovon? Vom Blut der Heiligen. Ja. Und wenn man sich überlegt, allein in der Verfolgung der Waldenser, das war ja noch eine vorreformatorische Bewegung, das waren, also, muss man sich klar vorstellen, das waren Katholiken, die haben erkannt aus der Bibel, dass man durch Gnade errettet wird und nicht durch eigene Leistung. Und dann wurden diese Katholiken von ihrer eigenen Kirche verfolgt, bis aufs Blut, und etwa eine halbe Million Waldenser sind umgebracht worden. Aber jetzt haben wir noch nicht gesprochen über die ganze Verfolgung der Hugenotten in Frankreich, wo allein in der Bartholomäusnacht sind Zehntausende umgebracht worden. Und dann ging das jahrelang weiter. Das sind Ströme von Blut geflossen durch die Jahrhunderte. Sie war betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Da müsste man den heutigen Papst fragen, und habt ihr jemals wirklich Buße getan, dass ihr das Blut der Heiligen vergossen habt? Und er ist ja gerade aus dem Orden der Jesuiten. Dieser Orden wurde ja aufgestellt, um die Reformation zu zerstören. Das ist der Orden der Verfolgung, der Gegenreformation, der Verfolgung des evangelischen Glaubens. Betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Man muss sich vorstellen, im Jahr 95 geschrieben, so eindrücklich. Und nun, wir werden ja dieses Kapitel noch genauer dann später anschauen, wenn wir zur Offenbarung 17 kommen. Das war nur so ein Blick nach vorne. In Kapitel 18 finden wir nun einen ganz wichtigen Aufruf. Wer liest das? 18, Vers 4. Jawohl. Das Erstaunliche ist jetzt hier, es geht immer noch um Babylon, Kapitel 17 und 18, Gott ruft sein Volk in Babylon auf. Das heißt, Gott weiß also, es gibt ein Volk, nicht ein paar Einzelne, ein Volk von Gläubigen in Babylon. Aber hier werden sie aufgerufen, ihr müsst Babylon verlassen, geht aus Babylon hinaus, damit ihr nicht unter das Gericht kommt. Und das ist übrigens eine Anspielung auf alttestamentliche Stellen. Wo wurde im Alten Testament das Volk Israel aufgerufen, Babylon fluchtartig zu verlassen? Wo die Juden aufgerufen werden, aus Babylon hinaus zu fliehen. Jeremia 50 und 51 beschreibt Babylon. Babylonien war ja ein Reich im Gebiet des heutigen Irak, nicht wahr? Und dort in diesem Kapitel werden die Juden aufgerufen, sie sollen aus Babylon hinaus fliehen. 50 Vers 8 zum Beispiel. Wer liest? Flieht aus Babylon hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer und seid wie die Leitböcke vor den Schafen her. Jawohl, also flüchtet aus Babylon, aus Babylonien hinaus. Und nochmals, zum Beispiel in Kapitel 51, Vers 45. Zieht aus ihm hinaus, mein Volk, und rettet euch, jeder sein Leben, vor der Zornesglut des Herrn. Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Und Gewalttat ist im Land,
Herrscher folgt auf Herrscher. Jawohl. Also, hier wird Israel aufgerufen, aus Babylon hinauszuziehen. Frage, wann hat sich das erfüllt? Dass dieser Aufruf flüchtet aus Babylonien hinaus. Also du würdest nicht sagen 539 vor Christus. Da durften sie ja gehen. Aber politisch war 1900, als sie per Flugzeug heimlich heraustransportiert. Ja, genau. Also das bezieht sich nicht auf die damalige Rückkehr aus Babylon. Die war ja erlaubt. 539 im Herbst haben die Perser und Meder Babylonien erobert. In wenigen Kriegen. Babylon als Stadt wurde nicht mal zerstört. Und dann hat Kyros den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft nach Hause gehen. Baut den Tempel wieder auf, baut Jerusalem wieder auf. Und da sind etwa 40.000 Männer, 42.000 Männer ausgezogen. Wenn man die Kinder, die Frauen und die Kinder zurechnet, waren das vielleicht etwa 150.000 damals, die heimzogen. Aber viele blieben in Babylon. Und das auch durch die Jahrhunderte hindurch, bis ins 20. Jahrhundert. Und im 20. Jahrhundert gab es ja dann in der Nazizeit diese Massenabschlachtung in Bagdad, 1941. Und das hat zu einer Fluchtwelle geführt. Dass Tausende von Juden in den weiteren Jahren sind aus dem Irak geflohen. Und plötzlich, da gab es so ein Fenster, 1950 bis 1952, hat die Regierung plötzlich erlaubt, alle Juden, die wollen, die dürfen offiziell gehen. Und da sind sie ausgezogen, genauso wie das eben hier steht in Kapitel 51, Vers 45. Zieht aus ihm hinaus mein Volk und rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Also die mussten ausziehen, noch bevor eine Katastrophe über Babylonien kommt als Gericht. Da sehen wir, das war auch anders. Damals, 539 vor Christus, die Juden durften gehen. Aber das Gericht über Babylon kam vorher. Die Perser haben Babylon besiegt. Und dann dürfen die Juden gehen. Aber hier wird gesagt, zieht aus Babylon hinaus, damit ihr nicht das gleiche Urteil eben erlebt, das über Babylon kommt. Damit ihr nicht quasi Opfer werdet, weil ihr in Babylon bleibt. Und genau das ist ja der Punkt hier in Offenbarung 18, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihr Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Also, sie müssen hinausgehen. Und so sind eben die Juden, es war noch eine Gemeinschaft von 150.000 im 20. Jahrhundert, sind praktisch alle, waren draußen noch vor dem Golfkrieg 1991 und auch vor dem Golfkrieg 2003. Das waren ja verheerende Kriege. Das stellt man sich nicht vor, was die Alliierten im Irak zusammengeschlagen haben und welche schlimmen Bomben die eingesetzt haben. Auch zum Beispiel diese grässlichen Daisy Cutters. Das sind Bomben, sind zwar keine Atombomben, aber riesige Gebiete, die werden auf einen Schlag verbrannt. Der überlebt kein einziger Mensch. Und auch kein Hund und keine Katze, aber das ist nicht so schlimm. Aber kein einziger Mensch, das sind furchtbare Bomben. Da haben sie alles eingesetzt. Und die haben auch diese B-52-Bomber eingesetzt. Das sind Bomber, die können ganze Teppiche mit Bomben überziehen. Also wirklich furchtbar. Und der Herr sagt, geht hinaus, damit ihr nicht unter dieses Urteil kommt. Also das irdische Volk Gottes, das Volk Israel, sollte aus Babylon, dem heutigen Irak, hinausgehen. Und jetzt wird eben von dem himmlischen Volk Gottes, der Braut Christi, die das neue Jerusalem ist, nicht das Jerusalem in Israel, wo die Juden zurückkehrten und Jerusalem wieder aufbauten, sondern die himmlische Braut, das neue Jerusalem, wird aufgerufen, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Und das ist, da waren Abertausende gehorsam damals im 16. Jahrhundert, indem sie aus Babylon hinausgeströmt sind. Glücklich
dass sie die Gnade Gottes erkannt haben. Glück, dass sie erkannt haben, die Bibel ist Gottes Wort und jetzt dürfen wir sie lesen. Vorhin durfte man sie gar nicht lesen und wenn man sie hätte lesen können, dann hat man sie wahrscheinlich nicht verstanden, weil sie lateinisch war. Und die Reformatoren wie Luther und Zwingli und andere, die haben die Bibel übersetzt, so dass die Leute die Bibel in ihrer Sprache, in ihrer Volkssprache verstehen konnten. Das war ein unglaublicher Einschnitt in der Geschichte Europas, dieser Auszug. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Und nun schließen wir den Kreis. Wir gehen jetzt zurück zu Sardes. Da sehen wir nämlich genau die, die hinausgegangen sind. Aus Thyatira, gewissermaßen. Aber, und das ist eine sehr traurige Sache, Sardes ist nicht einfach ein Sendschreiben voll des Lobes, sondern hier wird bereits in Sardes dargestellt, wie aus dieser Erweckung, die Gott gewirkt hat im 16. Jahrhundert, wie der Mensch dann in der Folge versagt hat. Jetzt können wir Vers für Vers durchgehen. Ja. Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst. Wo sollen wir zum Beispiel die griechisch- und russisch-orthodoxe Kirche einordnen? Und die eben das Papsttum in Rom nicht anerkennt. Aber sonst, in ihrem Kult, sind die so ähnlich. Also, ich war gerade vor ein paar Tagen in der Grabeskirche in Jerusalem. Ich war da mit einer Gruppe von, insgesamt waren wir 56 Leuten, die meisten aus Frankreich, und ich habe es nicht auf dem Programm gehabt, dass wir dorthin gehen. Ich habe zwar erklärt, warum aus archäologischen Gründen, dass es der richtige Ort ist, der Kreuzigung und auch des Grabes Christi, das kann man gut belegen, aber das habe ich nicht aufs Programm genommen. Und da haben die Leute gesagt, wir möchten das trotzdem sehen. Und da habe ich gesagt, gut, schaden wird das nicht, aber ich werde einen Schock haben. Weil dort ist das so brutal zu sehen, der Götzendienst. Muss ich im Klaren sein, in Europa hat sich das seit der Reformation ganz stark verändert. Die Reformation hat einen so starken Einfluss und eine Ausstrahlung gehabt in Europa, dass selbst katholische Kirchen ihre Bilder in den Kirchen reduziert haben. Aber wenn man im Orient ist das eben nicht so, da war auch nicht die Reformation. Das ist noch brutal echt wie eh und je. Also man ist schockiert. Auf Schritt und Tritt sieht man den ganz offenen, puren Götzendienst. Das fängt ja an, man kommt rein und dann kommt dieser große, flache Stein, wo gesagt wird, da sei der Leib Jesu abgelegt worden nach der Kreuzigung. Und dann sieht man, wie dieser Stein verehrt wird, abgeküsst und abgestrichen. Man merkt richtig, das ist genau das animistische Denken, dass in einem Stein Kräfte sind. Und wenn man daran reibt mit der Hand, dann werden die Kräfte, die Wellen, die Energien, nicht wahr? New Age lässt grüßen. Werden übertragen. Und so geht das weiter, also ganz brutal. Und die wollten das sehen. Da habe ich gedacht, ist eigentlich ganz gut. Es gibt so viele Leute, die sind so blauäugig heute. Man muss die Wirklichkeit mal sehen. Ja? Wie? Ja, es ist genau gleich, aber sie anerkennen den Papst nicht. Und darum, in ihrem Charakter entsprechen sie genau dem, was in Pergamus dargestellt wird. Im Sendschreiben an Pergamus. Wo der Herr ja den Vorwurf macht, dass Vers 14, es geht um die Lehre Balaams, die festgehalten wird, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Also auch Pergamus ist charakterisiert von dem Götzendienst, aber da ist eben noch eine Vorstufe, mit Thyatira kommt noch etwas dazu. Und so tragen diese orthodoxen Kirchen sehr stark den Charakter von Pergamus, dann Thyatira, den Charakter der katholischen Kirche, und Sardes, den Charakter der
Reformation. Aber eben bereits aus der Rückschau. Denn diese Erweckung ist sehr bald verebbt. Und der Herr sagt in Kapitel 3, Vers 1b, liest das jemand vor? Dies sagt er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Jetzt kommt's. Ich kenne deine Werke, dass du einen Namen hast, dass du lebst und bist tot. Jawohl. Also einen guten Namen, das ist die Kirche des Lebens. Ja, denn man hat wirklich das Wort Gottes wieder neu entdeckt. Und da haben unzählige die Gnade Gottes im Glauben erfassen können. Und jetzt sagt der Herr, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst. Aber da ist etwas geschehen in der Zwischenzeit. Der Herr sagt, du bist tot. Und jetzt die nächste Ermahnung, Vers 2, wer liest? Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Ach, glücklicherweise ist nicht alles tot. Aber es wird da einfach geschlafen. Und der Herr sagt, werde wach und stärke das Übrige, das sterben will. Das im Begriff steht, jetzt auch noch abzusterben. Der Herr sieht also auch das Gute und wird noch mehr sehen. Und dann kommt eine nächste Kritik. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Jawohl. Es hätte noch weiter gehen müssen. Und das war ja ein ganz wichtiger Leitspruch der Reformatoren. Die haben gesagt, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss beständig in einem Prozess reformiert werden, erneuert werden. Das ist nicht eine einmalige Sache, das haben sie ganz klar betont. Das ist ein Prozess, die Kirche muss ständig reformiert werden. Aber reformiert werden heißt eben sich immer noch genauer nach dem Wort Gottes ausrichten. Das heißt nicht, sich vom Wort Gottes abwenden und sagen, in der heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Moral, kann man das natürlich nicht mehr so umsetzen. Nein! Semper Reformanda ist, heißt, die Reformation muss weitergehen, ein ständiges Zurückkehren zur Heiligen Schrift. Und die Reformatoren haben die Grundlagen des Glaubens wieder neu entdeckt, indem sie auch diese Schlagwörter tönt schlecht, aber das sind wirklich kurz gefasste Begriffe, die eingängig waren, geprägt haben. Sola Scriptura heißt allein die Schrift. Oder wenn man es als Ablativ auffasst, allein durch die Schrift können wir wissen, was wahr ist. Eben nicht durch die Philosophie der Kirche, sondern allein durch die Heilige Schrift. Auch nicht durch die Tradition, sondern durch die Heilige Schrift. Sola Scriptura. Und dann ein zweiter Leitspruch. Sola Fide bedeutet allein durch Glauben, nicht durch irgendwelche Leistungen und Werke. Allein durch das Vertrauen, durch den Glauben an Jesus Christus und an sein vollbrachtes Werk am Kreuz können wir gerettet werden. Und ein dritter Spruch? Jawohl. Das hat Luther erst erfasst, als er dann draußen war. Er war immer noch Katholik und hat diese Dinge erkannt. Allein die Schrift. Allein durch Glauben. Und dann kam ja diese Exkommunikation. Und dass er richtig erfasst, allein durch Gnade, durch das gnädige Herabneigen Gottes, durch seine Barmherzigkeit ist das alles möglich, das wurde erst danach so wirklich klar. Also sola gratia, allein durch Gnade und weiter? Ja, allein Jesus Christus, keine Mittler, kein Priester, kein Bischof, kein Kardinal, kein Papst, keine Konzilien. Wobei, wenn ich sage Konzilien, die Reformatoren haben die Bekenntnisse des Konzils von Nicäa anerkannt, von 321. Warum? Weil die Aussage richtig war, dass Jesus Christus ist dem Vater gleich. Er ist
Gott wie der Vater, er ist ewig wie der Vater, er ist allgegenwärtig, allwissend wie der Vater. Und dann auch später im Konzil von Konstantinopel 381, das ist falsch gesagt, das war Nicea, war 325, ja? Jesus Christus ist dem Vater gleich. Und dann Konstantinopel 381, was wurde dort bekannt? Der Heilige Geist ist Gott, nicht eine unpersönliche Kraft. Er ist Gott. Nicht wahr? Petrus sagte zu Ananias, du hast nicht Menschen belogen, als er den Heiligen Geist belogen hatte. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Das wurde da bekannt. Und dann 451, das Konzil von Ephesus, hat bekannt, dass Jesus Christus wirklich Mensch ist und Gott in einer Person. Das haben die Reformatoren auch anerkannt. Aber wir haben gesagt, wir glauben das nicht, weil ein Konzil das bekannt hat, sondern weil das der Heiligen Schrift entspricht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also, solus Jesus Christus, allein Jesus Christus und nicht irgendwelche anderen Mittler. Auch nicht Maria, auch nicht die Heiligen. Ja, und so haben die diese Grundlagen erkannt und verkündigt. Aber eben diese Reformation hätte weitergehen müssen. Zum Beispiel, ich habe alle Werke von Calvin, also alle seine Bibelauslegungen. Und eindrücklich, was der alles an Bänden geschrieben hat über das Alte Testament, dann über das Neue Testament. Am Neuen Testament. Offenbarung fehlt. Ich habe alles. Aber mit Judas' Brief ist fertig. Das Thema Prophetie war damals noch nicht so, eben das haben wir noch nicht entdeckt. Aber man muss ja zuerst mal die Grundlagen legen. Und dann kommt eben auch das Studium der Offenbarung, das gehört dazu. Aber das wäre jetzt eben, so hätte das weitergehen sollen. Und der Herr Jesus sagt, ich habe meine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Diese Reformation hat zu früh aufgehört, Reformation zu sein. Das hätte weitergehen müssen. Aber das gilt so für das Ganze. Jetzt sehen wir noch, da gibt es doch ganz Treue. Vers 3, was sagt der Herr? Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Also denke zurück an die Reformation ab 1517, ab dem 31. Oktober. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Und die wurde ganz klar bekannt als Gottes Wort, nicht mit Menschenwort vermischt. Vollkommenes Gottes Wort. Dann allein durch Glaube, allein durch Gnade, allein Jesus Christus. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Also das ist der Aufruf, kann man sagen, Gottes an die Reformation aus der Zeit danach. Kehr zurück zu dem und entdecke das wieder ganz neu. Tue Buße, dass du da so eingeschlafen bist. Eben werde wach, stärke das Übrige, das sterben will. Und dann, was ist der nächste Satz? Wer liest? Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Jawohl. Also der Herr sagt, es gibt eine Abrechnung. Ich komme wie ein Dieb. Welches Kommen ist hier gemeint, wenn er sagt wie ein Dieb? Ja, ist das die Entrückung oder ist das das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt? Jemand sagt Entrückung, was sagen andere? Also Richter der Welt. Nun, man kann wirklich dem nachgehen. Alle Stellen, wo gesagt wird, Jesus Christus kommt wie ein Dieb in der Nacht, da geht es ums Gericht. Und zwar, wieso vergleicht er sich als Dieb? Ein Dieb kommt zu einem Zeitpunkt, wo man das nicht weiß. Die melden sich nicht vorher telefonisch an. Wie ein Vertreter.
Und da kann man immer noch sagen, man möchte das nicht. Aber die kommen unangemeldet, also überraschend. Und zweitens, der Besuch ist sehr unerfreulich. Und der Herr sagt, er werde kommen wie ein Dieb. Das heißt, die Welt hat keine Ahnung wann. Sie rechnet auch gar nicht damit, dass der Nazaräer noch lebt. Und wenn er kommt, das wird eine böse Überraschung sein für diese Welt. Und darum sagt er, wie ein Dieb. Aber für die Gemeinde, da kommt er als der Bräutigam. Und das ist so, wie wenn die Braut wartet auf die Begegnung am Hochzeitstag. Einen größeren Gegensatz gibt es doch gar nicht, ja? Ein Dieb, der nachts aufkreuzt und wenn der Bräutigam kommt, um die Braut heimzuholen. Ja, also so stellt das der Herr vor, ich werde kommen als Richter der Welt und dann wird die Kirche der Reformation gerichtet werden. Aber jetzt ist noch Gelegenheit zur Buße, sagt er. Und das Interessante ist, in dem Sendschreiben an Pergamus, ich habe darauf noch nicht hingewiesen, als wir daran waren, da spricht der Herr, dass er kommt in Vers 16, tue nun Buße, 2 Vers 16, tue nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Da spricht er von einer Wiederkunft als Richter der Welt, ist nicht die Entrückung. Und bei Thyatira spricht der Herr auch über seine Wiederkunft. Dort spricht er nämlich davon, von dem Morgenstern. Und noch vorher. Ja, bitte. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Jawohl, er spricht über seine Wiederkunft. Und jetzt hier in Sardis auch. Und wir werden sehen, auch in Philadelphia spricht er über sein Kommen. Und auch im Zusammenhang mit Laodicea werden wir sehen. Und nun macht das eben klar, bei Ephesus steht das nicht, bei Smyrna auch nicht. Und heute, wo wäre kirchengeschichtlich das, was Ephesus ist? Gibt es nicht mehr. Das war wirklich die Kirche am Ende der apostolischen Zeit. Smyrna, das ist eben die Zeit von der apostolischen Zeit bis zur konstantinischen Wende, die Zeit der Verfolgung, ist auch vorbei. Aber Pergamus besteht immer noch in den orthodoxen Kirchen, wie wir gesehen haben. Griechisch, Russisch, Armenisch, Koptisch, ist genau gleich, die koptische Kirche von Ägypten. Auch voll Götzendienst. Aber sie anerkennen nicht Rom. Entspricht Pergamus. Und dann haben wir die römische Kirche, Thyatira. Und dann haben wir die Kirche der Reformation, Sardes. Und wir werden dann noch sehen, was Philadelphia und was Laodicea ist. Aber das hilft eben zu sehen. Natürlich, die sieben Sendschreiben zeigen die Kirchengeschichte in sieben Abschnitten. Wobei zu sagen ist, dass Abschnitt 3, das war eine gewisse Zeitepoche, ja, mit der konstantinischen Wende, aber das geht weiter bis zur Wiederkunft Christi. Dann kommt Thyatira, aber das geht weiter bis zur Wiederkunft des Herrn. Dann kommt Sardes, aber es geht parallel weiter bis zur Wiederkunft des Herrn. Wir werden das auch noch sehen für Philadelphia und Laodicea. Und das hilft, um in den Durcheinander der Christenheit Ordnung im Denken zu bekommen. Weil wir hier eine Kirchengeschichte haben gesehen mit den Augen des Herrn Jesus. Gut, aber jetzt machen wir Pause. 20 Minuten. Wir sind bis Vers 3 gekommen. Und jetzt kommen wir zu Vers 4. Liest jemand nochmals diesen Vers? Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden,
und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir finden in Vers 4 jetzt die Treuen in Sardes, die der Herr kennt und anerkennt. Und eben, man muss bedenken, dieses Sendschreiben beschreibt nicht den Moment der Erweckung und Reformation, sondern bereits den Niedergang danach. Und da sieht der Herr also diese Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die wirklich treu waren. Und da müssen wir ganz besonders unter anderem an die Bewegung des Pietismus denken. In der Geschichte der Reformation, die Pietisten haben gemerkt, es geht abwärts, es schläft ein, vieles ist nur noch äußerliche Orthodoxie, aber das Herz ist gar nicht mehr dabei. Und die haben gemerkt, das ist nicht wahrer evangelischer Glaube. Der wahre Glaube ergreift das Herz. Und darum haben sie auch begonnen, Hauskreise zu bilden, um miteinander das Wort Gottes zu lesen und auszutauschen. Und es ging darum, wie man das Wort Gottes auch auf das persönliche Leben überträgt. Und eben das Wort Pietisten, was heißt das eigentlich? Die Frommen, ja. Und Frömmigkeit bedeutet eben, dass der Glaube und die Beziehung zu Gott wirklich das Herz erfüllt und das ganze Leben mit einschließt. Und das war ihnen sehr, sehr wichtig. Aber das hat dann auch Gegenreaktionen ausgelöst. Es ist sogar so weit gekommen, dass gewisse Pietisten sogar aus den Kirchenbüchern gestrichen wurden. Aber der Herr sagt zu den Überwindern, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Also, wie um zu sagen, wenn man aus einem Kirchenbuch gelöscht wird, das kann man ertragen. Aber das Wunderbare ist, wenn man im Buch des Lebens drin steht und nicht ausgelöscht wird. Das ist das Wichtigste, dass man aus diesem Buch nicht ausgelöscht wird. Es ist dann auch eine Anspielung, wer überwindet. Das Wort Niko, überwinden, ist auch der Fachausdruck im Griechischen für jemanden, der vor Gericht besteht. Und also quasi den Test des Gerichts besteht. Und tatsächlich ist das so gewesen im Tempel in Jerusalem, dass junge Leute aus dem Stamm Levi, aus der Familie von Aaron, die Priester werden mussten, Priesterdienst antreten mussten, ab 20 und dann voll ab 25 Jahren, die mussten einen Test unterzogen werden, einen gerichtlichen Test, wo geklärt wurde, ob auch keine Fehler vorhanden waren, körperlich. So wie das Gesetz Mose vorschreibt, welche Hindernisse es gab, um Priester zu sein im Tempel, in 3. Mose. Und wenn man dann diesen Test bestand, dann wurde man zum ersten Mal mit den weißen Leinenkleidern des Priesters eingekleidet. Und der Herr sagt diesen Treuen, als die Überwinder sind, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und das Schöne ist, gerade das war ja eine Erkenntnis der Reformation, dass alle wahren Gläubigen Priester sind. Nicht nur irgendeine Elite. Und dann das Volk, oder noch schlimmer gesagt, das dumme Volk, sondern alle Gläubigen sind Priester. Wo steht das? 1. Petrus, schlagen wir doch auf. So wichtig, diese Erkenntnis. Und man muss bedenken, der 1. und 2. Petrusbrief waren Rundschreiben. Also nicht nur an eine Gemeinde geschrieben, sondern Rundschreiben. Und da spricht er all die Gläubigen an und sagt schon in Vers 5, oder 4 und 5, bitte. Damit du ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist,
als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Jawohl, und dann auch Vers 9. Aber ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Jawohl, da wird das Volk Gottes als Ganzes angesprochen und es wird gesagt, ihr seid ein heiliges Priestertum, Vers 5, und Vers 9, ein königliches Priestertum. Und das haben die Reformatoren wieder neu entdeckt. Und genau diese Wahrheit zeigt der Herr auf. Die wahren Gläubigen, die auch überwinden, Überwinder sind, denn 1. Johannes 5 sagt ja, dass alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das ist eben dieser Glaube an Jesus Christus als Sohn Gottes. Und nun heißt es eben hier, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und wird eben nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Was ist denn das Buch des Lebens? Es wird immer wieder erwähnt, im Alten und im Neuen Testament. Wie? Ja, ja. Das Buch des Lammes. Wir haben später in der Offenbarung diesen Ausdruck, das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Genau. Aber jetzt wissen wir, wie der volle Name lautet des Buches. Aber was hat es mit diesem Buch auf sich? Wer wird eingeschrieben? Alle? Also manche haben vielleicht in der Sonntagsschule gelernt, man wird eingeschrieben, wenn man sich bekehrt. Und warum lehnst du es ab, Carlo? Wie? Von Geburt weg, ja, alle, aber immerhin auch alle, ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, mit der Bekehrung wird man eingeschrieben, dann wird man nie gestrichen. Aber eben, wenn jetzt jemand sagt, mit der Bekehrung wird man eingeschrieben, das ist ganz einfach, was man dann sagen muss. Zeig mir, wo das steht. Ja, das könnte eine Antwort sein. Jetzt schauen wir aber nach. Lukas 10, Vers 20, der Herr spricht zu den 70 Jüngern, die er zu zweit ausgesandt hat. Und was sagt er? Lies vor, Carlo, falls es du hast. Also wo steht da etwas von dem Einschreiben bei der Bekehrung? Sie sind angeschrieben. Ja. Aber ich möchte gerne eine Stelle, wo steht, dass sie bei der Bekehrung angeschrieben worden sind. Das gibt es nicht. Und da muss man es auch nicht behaupten, ja? Aber David sagt sogar in Psalm 139, da spricht er über seine Bildung als Embryo im Mutterleib. Wer liest uns vor Psalm 139 ab Vers 13? Denn du besaßest meine Nieren hier. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Ja.
Da spricht David über dieses Buch. Es geht um das Buch des Lebens, denn der Zusammenhang zeigt ja, es geht um ihn im Zusammenhang mit dem Beginn seines menschlichen Lebens. Und da war schon eingeschrieben, das heißt, was war eingeschrieben in dein Buch? Tage. Wie, die? Die Tage. Die Tage, die gebildet werden sollten, ja, als noch keiner von ihnen war. Das heißt, Gott hat genau eingeschrieben, nicht nur den Namen David, sondern auch die Anzahl Tage, die er einmal leben würde. Stehen im Buch des Lebens. Ich habe einmal an einem Beerdigungsgottesdienst habe ich dieses Thema aufgegriffen, des Buches des Lebens, und habe vorher noch ganz genau berechnet, wie lange diese Person, wie viele Tage die gelebt hat. Also mit allen Kalender-Schwierigkeiten. Und habe gesagt, so viele Tage, und das war im Buch des Lebens schon so verzeichnet. Es war kein Zufall, dass das genau das Todesdatum war. In Gottes Plan war das festgelegt. Aber eben, David spricht da, bereits als er im Mutterleib gebildet wird, seine Lebenstage waren da eingeschrieben im Buch des Lebens. Also kann man nicht sagen, dass erst später, als David sich bekehrt hatte, denn die alttestamentlichen Gläubigen mussten sich auch bekehren. Das ist nicht etwas Neues. Aber das war ja schon, vor der Bekehrung war ja schon drin. Also kann man ganz klar sagen, eingeschrieben ins Buch des Lebens wird man nicht mit der Bekehrung, sondern da ist man schon längst eingeschrieben. Aber man kann gelöscht werden. Ja? Wie ist das Offenbarung 13 zu verstehen? Liest du uns den Vers vor? Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes vom Grundlegen der Welt an. Ja, also hier geht es um, das werden wir dann später sehen, wenn wir zur Offenbarung 13 kommen, geht es um die Menschen in dem wiederhergestellten Römischen Reich, Europa, nach der Entrückung der Gemeinde, die dem kommenden Diktator sich unterwerfen werden. Also es geht um die, die von denen 2. Thessalonicher 2 sagt, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden, und Gott sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Verführung des Antichristen glauben. Damit werden die gelöscht aus dem Buch des Lebens. Die Gnadenzeit wird fertig sein. Mit der Entrückung der Gemeinde werden all diejenigen, die das Evangelium gehört haben hier, aber an dem gleichgültig vorbeigegangen sind oder sogar bewusst das verworfen haben, die werden sich dann nicht mehr bekehren können. Und damit werden sie auch gelöscht aus dem Buch. Und dieser Vers sagt, dass diese Menschen nicht geschrieben sind im Buch des Lebens. Das heißt nicht, dass sie nicht geschrieben waren, sondern nicht geschrieben sind. Das ist mit Präsens übersetzt. Und das ist der Unterschied, ganz genau gleich in Kapitel 17, Vers 8, wenn du das auch noch dazu liest, da geht es nochmals um das Römische Reich in der Zukunft, das als Tier dargestellt wird. Und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben, und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind und grundlegend der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Jawohl, also auch da wieder, deren Namen nicht in dem Buch geschrieben, im Buch des Lebens geschrieben sind, nicht waren,
die waren schon eingeschrieben, aber die sind gelöscht worden. Und jetzt ein ganz eindrücklicher Vers, Psalm 69. Das ist ja ein Psalm, der prophetisch über die Kreuzigung Jesu spricht. Und das wird im Neuen Testament ganz klar, wird dieser Psalm auf Jesus Christus und seine Leiden am Kreuz bezogen. Und da steht zum Beispiel in Psalm 69, Vers 21, da hört man die Stimme des Herrn Jesus am Kreuz: Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleiden gewartet und da war keines. Und auf Tröster und ich habe keine gefunden. Und sie gaben in meine Speise Galle. Und in meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Und jetzt in den weiteren Versen spricht König David. In Römer 10 wird das zitiert und dann wird gesagt, dass David das Gericht über sein eigenes Volk ausspricht. Da sagt er, es werde zur Schlinge vor ihnen, ihr Tisch, und ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Lasst dunkel werden ihre Augen. Das heißt, über das jüdische Volk soll eine Verblendung kommen. Und nun liest jemand mal weiter noch Vers 27. Jawohl. Also, denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. In Jesaja 53 heißt es in Vers 10, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das war Gottes Gericht am Kreuz über unsere Sünden, die der Herr Jesus getragen hat. Aber hier wird gesagt, den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Da geht es also um die aus dem jüdischen Volk, die den Herrn verfolgt und ans Kreuz gebracht haben. Und jetzt, was steht in Vers 29? Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Ja. Da sieht man also, die waren, auch ein hoher Priester, Kaiaphas, der war eingeschrieben im Buch des Lebens. Aber Kaiaphas hat sich ganz klar entschieden gegen den Herrn Jesus und hat ihn zum Tod verurteilt. Hat seine Kleider zerrissen, scheinheilig, und hat gesagt, ihr habt das Zeugnis gehört. Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Und dann war klar, er muss sterben. Dieser Mann wurde gelöscht aus dem Buch des Lebens. Und gerade in seinem Fall ist es so schrecklich. Gerade vor wenigen Tagen stand ich vor seinem originalen Ossuarium. Das sind diese sargähnlichen Knochenboxen, in die man die Knochen des Verstorbenen nach einem Jahr, man hat in den Gräbern hat man die Toten jeweils auf Bänken aufgelegt und gewartet, bis nach einem Jahr ist alles Fleisch verwest. Da haben die Knochen eingesammelt, in ein Ossuarium getan und das wiederum in diese vorgefertigten Nischen in der Grabkammer dann reingeschoben. Vor wenigen Jahren hat man das originale Ossuarium von dem hohen Priester Kaiaphas gefunden, mit seinen Knochen drin. Und noch mehreren Familienmitgliedern waren auch noch drin. Knochen von einem etwa 60-jährigen Mann. Das ist schon schrecklich, wenn sich denkt, was machen diese Knochen dort drin? Die warten auf die Auferstehung. Welche Auferstehung? Die Auferstehung zum ewigen Gericht. Denn wer den Fürsten des Lebens zum Tod verurteilt und auch danach nicht mehr Buße tut, wird gelöscht aus dem Buch des Lebens. Lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Die Gerechten, das sind die gesetzlosen Menschen, die Buße getan haben, die Vergebung bekommen haben, eben gerechtfertigt worden sind durch Glauben allein, die bleiben im Buch des Lebens. Und da sieht man also ganz klar den Schriftbeweis, dass ungläubige Menschen im Buch des Lebens drin waren. Aber mit dem, dass sie den Erlöser verwerfen, kommt schließlich die Löschung. Und der Herr sagt in Offenbarung 3, den Treuen aus Sardes, eure Namen werden nie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Ja, bitte? Es gibt eine Bibelstelle, ich weiß nicht, wo die ist, vom
Ja, genau, das ist 2. Mose 32, Vers 32 und 33. Da wollte sich Mose als Mittler einsetzen für Israel. Er sollte ausgelöscht werden, damit die anderen verschont bleiben vor dem Gericht. Aber das ging nicht. Niemand kann Stellvertreter sein von uns. Nur einer, der Herr Jesus, konnte Stellvertreter werden im Gericht Gottes. Ja, wer sich dafür noch mehr interessiert, auf sermon-online.de kann man meinen Vortrag finden über das Buch des Lebens. Und den mal anhören, da behandle ich alle Stellen im Alten und im Neuen Testament zum Thema des Buches des Lebens. Und auf meiner Homepage rogerliebe.ch kann man auch das Skript dazu runterladen, da haben alle Bibelstellen mit dabei. Ja, also ein ganz interessantes Thema, dieses Buch des Lebens. Und das zeigt nämlich noch mehr über Gott. Gott braucht ja kein Buch, um zu wissen, wer darin steht und nicht, wer nicht. Aber er führt dieses Buch, und einmal beim letzten Gericht, das finden wir in Offenbarung 20, wenn nach dem tausendjährigen Reich alle Menschen, die ohne versöhnt, mit Gott versöhnt zu werden, starben, die werden dann auferstehen. Liest jemand aus Offenbarung 20, Verse 11 bis 15? Ja, also hier wird deutlich, Gott braucht dieses Buch nicht für sich, aber er braucht es als Deklaration. Wenn die Menschen einmal vor seinem Thron stehen werden, wird er sagen, ihr seid nicht in dem Buch drin. Aber ich habe euch einmal darin eingetragen. Der Grund, dass ihr gelöscht worden seid, liegt bei euch. Ihr habt nicht gewollt. Und darum kam die Löschung. Und so wird das allen Menschen einmal deklariert werden, die werden nicht einfach in die Hölle geworfen ohne Gerichtsverhandlung. Es wird eine ordentliche Gerichtsverhandlung geben. Und wir sehen auch, es gibt eine Bibliothek im Himmel, nicht nur das Buch des Lebens. Wir haben noch weitere Bücher gefunden. Wo? Ja, wo steht das Buch der Werke? Ja, also liest noch ein bisschen mehr, dass alle das nachvollziehen können. Was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Ja, sie wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Werken. Das heißt, Gott hat also führt Buch über alles, was ein Mensch tut. Und das wird auch deklariert werden. Man wird keine Tat und keinen Gedanken irgendwie abstreiten können. Ist alles. Gott weiß alles, er ist allwissend, er braucht keine Bücher. Aber es wird auch deklariert, also die Bücher der Werke sind hier erwähnt. Und überhaupt heißt es, und Bücher wurden aufgetan, in der Mehrzahl. Und dann, ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und so gibt es eben noch weitere Bücher. In Daniel 11 wird gesprochen über das Buch der Wahrheit, wo die Prophetie über den König des Nordens und den König des Südens verzeichnet ist. Dann gibt es das Buch des Hauses Israel in Hesekiel 13. Und es gibt das Buch
der Treuen in Israel nach Malachi 3, Vers 7, wo der Überrest in ein Buch eingeschrieben wird. Und es gibt dann ferner auch das Buch der Tränen in den Psalmen, wo Gott die Tränen der Gläubigen aufschreibt. Und so gibt es eine ganze Bibliothek, und dazu gehört eben dieses Buch des Lebens, das eben ausdrückt, wie Gott ist. Gott ist ein Gott, der das Leben für alle Menschen will. Und wenn wir jetzt noch weiter auf das Thema eingehen würden, könnte man zeigen, dass effektiv mit der Schaffung der Welt hat Gott die ganze Menschheit eingeschrieben. Weil er für alle das Leben wollte. Und noch vor dem Sündenfall hat er die gesamte Menschheit eingeschrieben. Es ist wunderbar, das zu wissen. Und das zeigt auch, warum der Calvinismus falsch ist. Der ist falsch. Denn der Calvinismus sagt, Gott habe von Anfang an nur einen Teil der Menschheit retten wollen. Und die holt er heraus und die bekehren sich wegen der unwiderstehlichen Gnade Gottes. Die unwiderstehliche Gnade, unresistible grace im Englischen, bedeutet, ein Mensch bekehrt sich nicht, weil er das will, sondern er kann gar nicht anders, er muss sich bekehren. Aber das ist nicht das, was auch die anderen Reformatoren gelehrt haben mit sola gratia. Das ist nicht gemeint unwiderstehliche Gnade. Der Mensch muss sich bekehren. Und darum sagt Petrus in der Apostelgeschichte 3, Vers 17, tut Buße und bekehrt euch. Das ist ein Befehl an die verlorenen Menschen. Die müssen Buße tun, die müssen umkehren. Und dann sagt also die Lehre von Calvin, Gott habe aber nur einen gewissen Teil ersehen, die sollen gerettet werden, und die anderen rettet er nicht. Ja, und wenn die möchten? Die wollen auch gar nicht. Ja, natürlich, auch wir. Keiner von uns hätte sich bekehrt. In Römer 3, Vers 9 steht, da ist keiner, der Gott suche. Auch nicht deiner. Wir wären nie auf die Idee gekommen, Gott zu suchen. Und warum haben wir es trotzdem getan? Ja, Römer 2, Vers 4 sagt, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Buße leitet. Aber wichtig, dieses Ziehen, das tut Gott nicht nur an einen Teil der Menschheit, sondern jeder Mensch wird gezogen. Und darum heißt es in Römer 2, Vers 4, wir können das dazu noch aufschlagen, weil diese Fragen kommen ja ständig und das gibt Verwirrung in der ganzen Welt zu diesem Thema. Da wurde ich schon gefragt, in Bolivien, wie ist das mit dem Thema? Überall in der Welt kommen die Leute durcheinander und dann muss man eben erklären, Römer 2, Vers 4, da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf, am Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Also der Mensch, der widersteht dem Zug Gottes, aber Gott zieht jeden. Und Hiob 33, 29 sagt, dass Gott jeden Menschen dreimal mindestens im Leben ganz speziell zieht. Und wenn der Mensch diesem Zug widersteht, häuft er sich selbst Zorn auf. Aber eben wichtig, wir können mit Überzeugung allen Menschen verkündigen, dass Gott sie möchte. Und ich muss sich vorstellen, ein Calvinist muss immer denken, wenn er ein Publikum vor sich hat und das Evangelium verkündigt, da sind einige drunter. Darunter im Publikum, die werden jetzt die unwiderstehliche Gnade Gottes erfahren, die werden sich bekehren. Und die anderen, die nicht wollen, die hätten auch nicht gekonnt, weil Gott sie nicht sieht. Und das ist interessant, dass Spurgeon, der ja so wunderbar gepredigt hat, ein klares Wort gehabt hat, der war in seinem Herzen ein Calvinist. Und er hat aber nicht viel darüber gesprochen.
Das ist auch gut so. Und er hat gepredigt und gehandelt als Evangelist, wie wenn er kein Calvinist wäre. Ja, der hat das Wort ganz klar allen Menschen, hat die Verantwortung zur Bekehrung und so weiter ganz klar vorgestellt. Aber immer mit diesem Gedanken drin, eigentlich gerettet werden kann sowieso nur ein Teil. Aber die Bibel macht klar, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass Gott ein Heilandgott ist, welcher will, können wir das noch aufschlagen, 1. Timotheus 2, Vers 4, Vers 3 schon, 1. Timotheus 2, Vers 3, denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also nicht nur ein paar. Und trotzdem werden viele Menschen verloren gehen, zeigt uns das Wort Gottes. Aber nicht, weil Gott sie nicht wollte, sondern weil sie nicht wollten. Und darum ist das Thema des Buches des Lebens ist so wichtig. Das zeigt, Gott will alle und wir müssen auch in dieser Haltung das Evangelium verbreiten, verkündigen. Und das hilft uns auch, nicht zu schnell aufzugeben. Es ist mir klar, wäre ich ein Calvinist, und manche haben auch schon gedacht, ich sei ein Calvinist. Ja, und zwar, weil ich über Auserwählung spreche und über die Auserwählten rede, die biblischen Ausdrücke. Und weil ich auch betone, dass der Mensch sich nicht selber bekehren kann. Wir würden Gott nie suchen. Gott muss uns bekehren. Wurde ich schon als solchen bezeichnet. Aber wir müssen wirklich uns ganz mit Überzeugung an die Menschen herangehen, auch da, wo wir merken, das ist ein harter Brocken. Und jetzt schon jahrelang will er nicht. Wenn ich eigentlich ein Calvinist wäre, käme bei mir dann bald mal der Gedanke, ja, natürlich, das ist einer von der anderen Seite. Der kann gar nicht. Natürlich hat Calvin gesagt, die wollen auch nicht, die Menschen sind böse. Natürlich, das sind wir alle von Natur aus böse, wir wollen gar nicht. Aber es ist nicht so, dass die bekommen auch nicht die Möglichkeit nach calvinistischer Lehre. Aber nach biblischer Lehre bekommt jeder Mensch die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und darum ist es ein wirklich ganz wunderbares Thema, das Buch des Lebens. Und wenn ich noch abschließen können mit Psalm 139, wo wir gelesen haben von David, Vers 17, da sagt er, so in der alten Elberfelder, meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben und so weiter. Bei Keim steht in der alten Elberfelder in der Fußnote eigentlich Knäuel, ungeformte Masse. Hebräisch Golem. Meint wirklich ein Knäuel. Und da sehen wir den Embryo in seiner ganz frühesten Phase. Nicht wahr? Wir wissen heute, wie ein Mensch entsteht. Es braucht die Eizelle, ist ganz klein, aber ist von Weitem, die Eizelle der Frau mit dem Erbgut von ihr und die Samenzelle des Mannes. Und sobald die Vereinigung von diesen beiden Zellen entsteht, Da beginnt es. Das nennt man dann eine Zygote. Und die Zygote, die teilt sich dann nach einiger Zeit in zwei Zellen. Und nach ein paar Stunden vier Zellen. Das geht so weiter und dann entsteht effektiv ein Knäuel von Zellen. So rundlich, aber ein Knäuel. Und der wandert dann durch den Eileiter runter und dann nistet er sich ein in der Gebärmutter. Nicht dann ist die Entstehung des Lebens, dann ist er eingenistet. Die Einnistung ist nicht die Zeugung. Die Zeugung ist bereits geschehen, so geht es runter. Aber noch überhaupt, dass es eine männliche Samenzelle gibt, das wurde erst im 17. Jahrhundert entdeckt von einem Medizinstudenten unter dem Mikroskop. Wow! Hat das gesehen? Das hat man nicht gewusst. Und dass es eine weibliche Eizelle gibt, das haben wir noch lange nicht gewusst. Und dann haben die Wissenschaftler gemeint, das ist es. Und die haben dann mit ihren
Zeiss gab es ja noch nicht. Mit ihren Mikroskopen schaut. Oh, wenn man ganz gut hineinschaut in die Zelle, dann sieht man ein ganz kleines Männchen. So, angezogenen Beinen. So gut waren diese Instrumente. Und noch bis ins 19. Jahrhundert haben Mediziner, haben Wissenschaftler das geglaubt, mit diesem Homunculus drin. Und haben geglaubt, also mit der Zeugung, dann wächst eben dieses Männlein heran, 9 Monate. Und dann kommt es so, 50 Zentimeter etwa, ja? 3 Kilo 100 etwa, kommt es raus. Ein Männchen oder ein Weibchen? Ja. Und die Bibel sagt vor 3000 Jahren, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. 3000 Jahre im Voraus und eben bereits eingeschrieben. Von Grundlegung der Welt an eingeschrieben. Und jetzt stellt man sich vor, jetzt bringt jemand diesen Menschen um und sagt, das ist gar kein Mensch. Und Gott sagt, der ist eingeschrieben in mein Buch. Das Buch des Lebens. Ich will sein Leben. Natürlich weiß Gott, dass das nur 75 Tage sein sollten. Wegen der Verantwortung des Menschen. Auch wenn ein Mensch ermordet wird, Gott weiß im Voraus, ohne dass er den Mord wollte, nicht wahr? Aber ist eingeschrieben im Buch Gottes. Und das macht auch das ganze Thema der Abtreibung natürlich viel, viel dramatischer. Wenn man wirklich sieht, was Gottes Wort über die Entstehung des Menschen im Mutterleib sagt. Und so ein schönes Thema. Dann sagt ja David in Vers 17, und wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie gewaltig ihre Summen. Wollte ich sie zählen, ihr sind mehr als des Sandes. Ich erwache und bin noch bei dir. Und dann schon vorher im Vers 14 sagt er ja, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Und dann sagt er, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Ich war zuerst eben dieser Golem, aber der entwickelt sich dann weiter, es bilden sich Furchen und so weiter und dann kommt auch die Knochenbildung. Und da sagt er, nicht verborgen war mein Gebein vor dir. Gott hat gesehen, diese Knochen, wie sie sich entwickelt haben. Und dann heißt es, und der das gelesen hat am Anfang dieser Stelle, die Übersetzung war nicht ganz korrekt. Es heißt nämlich korrekt, gewirkt wie, das wie hat gefehlt, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Also David vergleicht sich mit dem Weber, dem Raum eines Künstlers im Untergeschoss, wo ein wunderbarer Teppich gewoben wird. Nicht wahr? Der Vergleich von einem Teppich und Weben mit dem Körper ist ganz naheliegend. Wir reden ja auch vom Gewebe im Zusammenhang mit den verschiedenen Zellen des Körpers, Gewebezellen, wie ein Stickwerk in den untersten Örten der Erde. Also, wer schaut da schon zu, wenn ein Künstler im Untergeschoss, in einem dunklen Raum, mit Licht dann dort, webt, ist verborgen. Und genau so ist das mit dem Mutterleib. Das ist ein Geheimnis. Heute hat man jetzt Mittel nach Jahrtausenden gefunden, wie man da ein bisschen hineinschauen kann. Also es gibt noch Besseres als Ultraschall. Aber ich meine, dort hat man das Gefühl, man sei auf dem Mond, ja? So Mondlandschaft und ja. Aber man hat doch vieles so sehen können und es gibt noch bessere Möglichkeiten, wo man ganz schön fotografieren kann, ganz klar. Aber eben, das sind ja Ausnahmefälle. Auch mich hat ja niemand so gesehen damals. Wie ein Stickwerk in den untersten Örten der Erde, ganz versteckt. Diese 9 Monate in diesem abgeschlossenen Raum. Und so beschreibt David also vor 3000 Jahren, was man heute wissenschaftlich einfach nur den Kopf nicken muss. Ja, stimmt. Und noch mehr, was die Wissenschaft nicht weiß, das mit dem Buch des Lebens. Und wenn wir das so vor uns haben, haben wir eine ganz andere Haltung gegenüber
gegenüber Kindern im Mutterleib, gegenüber Kleinkindern und überhaupt gegenüber den Menschen. Weil wir wissen, ja, Gott will jeden. Und er bietet das Heil jedem an. Und darum müssen wir es auch jedem sagen, wo uns der Herr die Gelegenheit schenkt. Und darum heißt Johannes 3, Vers 16 eben nicht, also hat Gott die Auserwählten geliebt. Das würde auch stimmen. Aber das heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Machen wir hier Schluss und dann würden wir nächstes Mal, Spezialthema, und dann danach kommen wir zu Philadelphia und Laodicea. Das werden wir zusammen machen und das ist ein ganz spannendes Thema, da geht es uns allen ans Lebendige. Es geht auch um das Thema der Freikirchen, es geht um das Thema des ganzen Zerfalls der Freikirchen in der heutigen Zeit. Das ist alles ganz eindrücklich dort vorgezeichnet. Ja, wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, das ewig gültig ist. Und da dürfen wir die Gedanken des Vaters finden. Wir dürfen deine Herrlichkeit finden und die Pläne mit dieser Welt, die Pläne Gottes mit dieser Welt und auch mit uns. Und hilf uns, Herr Jesus, dass das nicht einfach eine Theorie bleibt, was wir heute gesehen haben, sondern dass das in unseren Herzen wirklich ein kostbarer Schatz ist und dass sich das auswirkt auf unser Leben und unser Verhalten und auch auf unseren Eifer für die Mission, um die Menschen in unserer Umgebung und wo du uns hinstellst und hinführst, mit einer frohen Botschaft zu erreichen, jetzt, wo noch Gnade ist. Und wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der will, der möchte, dass alle errettet werden. Und nicht nur das, einfach errettet, sondern dass sie auch weiterkommen im Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Amen.